Standesgemäß im Volkshaus empfängt die geladene CDU-Basis ihren vermutlich neuen Chef und Ministerpräsidenten. Und die Erwartungen an Stanislav Tillich sind hoch hier im erzgebirgischen Thun. Das, was er jetzt neu anfangen wird, da habe ich ein ganz großes Vertrauen dazu. Also es ist ein Ostdeutscher, das ist schon mal wirklich positiv, muss ich sagen. Ich hoffe, dass was Gutes rauskommt. Ich glaube, dass er die Dynamik mitbringt, die anderen mit zu begeistern. Und da wird es wieder einen Ruck durch Sachsen geben. Es wird auf jeden Fall anders, sagt noch Ministerpräsident Milbrath. Und mancher hier interpretiert das für sich so. Ja, hat man mal einen guten Mann, dann gehe ich kurz und vielleicht kommt wieder mal so einer. Nach Verfassungsschutz und Sachsen-LB-Affäre soll Stanislav Tillich die Partei endlich wieder in ruhigeres Fahrwasser steuern. Nächstes Jahr sind Wahlen in Sachsen und es ist längst noch nicht klar, ob die CDU danach wieder den Ministerpräsident stellen kann. Der Druck auf ihn also groß, aber... Wenn ich das nicht hätte, diesen Optimismus und diese Zuversicht, dann wäre ich, glaube ich, der falsche Mann am falschen Platz. Also von daher, ja, ich bin zuversichtlich und ich glaube auch, dass ein großer Teil der Erwartungen auch von mir erfüllt werden kann. Zweimal noch will sich Tillich in Regionalkonferenzen der Basis stellen. Dann soll erst die Partei und schließlich das sächsische Parlament ihn zum Nachfolger Milbraths wählen.